Hallo Leute und willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary und im Palast des Midas. Ja, ich habe gerade nochmal die drei Gorillas besiegt. Das war ja klar, dass ich das nochmal machen muss. Macht aber nichts. Ich habe keine Ahnung mehr, was uns hier erwartet. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach überall mal um. Und dann kommen wir schon dahinter. Hier sind so schöne plätschernde Brunnen. Hier kann ich auch raufgehen, merke ich gerade. Und da kann ich mich auch hochhangeln. Sieht ja schick aus hier. Oh, das sieht richtig toll aus. Ich mag sowas, ja. Vor allem so mit Wasser. Ich mag das Element Wasser. Machen wir mal hier den Hebel. Sich was geöffnet, kommt bestimmt auch wieder ein Vieh rausgelaufen oder so. Kriegt man ja nicht genug von. Ich hätte auch damals gedacht, guckst du immer noch dahin zum Hebel? Ja, den hatten wir ja schon, ne? Ist hier noch was dahinter versteckt? Ich trau's euch zu. Ich hätte ja auch gedacht im Kolosseum, dass sich das eine Tor noch öffnet. Deswegen war ich so überrascht, dass das Level dann auf einmal zu Ende war. Weil da war auch immer noch ein Tor zu. Aber naja. Hallo? Hallo? Aha, hier kann man auch noch was reintun. Was sagt sie eigentlich in ihrem Tagebuch? Da schaue ich immer so wenig rein. Mit den Händen dieser Statue stimmt irgendwas nicht. Aha. Ist das so? Den Händen stimmt was nicht. Nee, die sind abgebrochen, ne? Die sind nicht da an Ort und Stelle, wo sie sein sollen. Kann ich den anderen Hebel dann auch noch gleich hochmachen? Wenn wir schon mal dabei sind. Weil irgendwie ist ja auf beiden Seiten was. Ich komme hier aber nicht so einfach hoch. Gut, ich gehe da jetzt rein. Ich komme da nicht drum rum. Wenn da was ist, muss ich es platt machen. Gänge, wo ich nicht weiß, ob was kommt. Gorillas, Löwen, Fledermäuse, Dinos. Okay. Oder kommen auch Zacken raus. Am besten stellt man sich da anscheinend nicht so drauf. Wieso macht sie denn immer so einen Sprung drüber? Oh. Muni. Aber die will sie gar nicht. Hier kann ich doch auch rauf. So, jetzt stehe ich hier oben. Da ist ein Hebel. Und da sind auch Bilder. Eigentlich guckt man sich die Bilder auch erstmal zuerst an. Menschen auf Pferden, die kämpfen. Tja. Ja, ich gehe mal auf die Seite. Brauche ich die Kiste vielleicht auch da vorne noch irgendwie? Oder soll ich die hier nur ein Stück wegziehen? Okay, weiter geht gar nicht. Na dann. Geht das jetzt von alleine wieder hoch? Runter meine ich. Medipack. Immer her mit dem Zeug. Okay, nur ein Hebel, nichts los. Das sieht auch so schön echt aus. Echt klasse. So, Hebel drücken. Und auf der anderen Seite ist ein Artefakt oder so. Cool. Sieht nach einer Kletterpartie aus. Dann legen wir mal los. Oh. Oh, wir können nicht lange klettern.
Das ist ja doof. Komm mal wieder hoch. Genau. Und wo kann ich hin? Okay, der ist oben. Aber wo komme ich denn hin? Kann ich zu dem anderen springen und da hangeln? Immer zumindest? Oder? Denn hier ist es zu weit. Rechts habe ich irgendwie einen Haken gesehen, aber... Schwierig. So, jetzt hänge ich hier. Prima. Oh Gott. Ich sehe das schon auf mich zukommen. Runterspringen und dann schnell nach... das ist ja gemein. Na dann. Oh. Boah, Gott sei Dank. Noch einen höher und jetzt? Moment. Das schafft sie nicht. Da um die Ecke geht auch nicht. Vielleicht mal nach rechts klettern, damit ich hier auf den anderen kann. So. Oh Gott. Alles klar. So, und jetzt kann ich nur noch den hier nehmen. Dann habe ich, glaube ich, was ich wollte. Boah. Juhu. Voll geil. Bleibarren gefunden. Yay. Gut, ich brauchte das Ding, aber trotzdem. Das war jetzt irgendwie... Oh, und da rechts ist noch was. Da ist ein Artefakt. Ich muss das alles nochmal machen. Oh, wie ärgerlich. Ich will das ja natürlich haben, ne? Muss ich ja nochmal das Ganze hochmachen. Und ich weiß gar nicht, wo ich dann lang klettern soll. Aber kriege ich schon irgendwie hin. So, ich bin ja auch keinmal runtergefahren. Da kann man sich die Zeit auch mal nehmen. Denke ich mir. Das hier nochmal zu machen. Ich speichere auch mal hier an der Stelle einfach. So, so. Prima. Passt schon. So, alle wieder raus. Da hinten muss ich dann nicht lang, ne? Ach ja, da muss man natürlich schnell... Ja, da muss ich schnell nach links, sehe ich schon. Wenn man einmal schafft, schafft man dann vielleicht hoffentlich nochmal. Gut, dass man bei den Zackendingern nicht so auf Geschwindigkeit ist. Da geht das ein bisschen... Hat man ein bisschen mehr Zeit. So, und jetzt? Scheiße. Ich bin irgendwie voll falsch. Was mache ich denn jetzt? Hänge ich hier? Voll Quatsch, oder? Ist das Quatschi? Quatschi, was ich hier mache? Ich kann nichts machen jetzt. So, die habe ich rausgeholt. Dann hätte ich die vorher rausgeholt, dann hätte ich da jetzt schön... Gehen die alle wieder runter. Dann hätte ich da jetzt schön reinklettern können. Da ist doch bestimmt auch noch was, oder? Kann man das so... Wollt ihr mich verarschen? Nur weil sie da mal kurz abgerutscht ist in die Zacken, ist sie, stirbt sie gleich. Sind die denn draußen? Da hinten, das sind doch die Klötze, oder? Oder sind die... Nee, die Klötze sind da. Kannst du die mal von hier rausholen? Ja. Ja, hier sieht man das nämlich auch. Da ist nämlich was Schönes. Dann ist da das eine Artefakt und da hinten noch ein anderes, oder was? Oh Mann, oh. Muss ich das Ganze ja nochmal, zweimal machen sozusagen. Oder kann ich nicht von hier, von rechts nach... Nee, kann ich nicht. Schade, dass man da nicht so direkt rüber kann.
Schade, schade, schade. Dass er sich mit dem Klopfen immer so gemein ankündigt hier, dass man Pech hat. Juhu! Das war Nummer 1. Das war Nummer 1. Hier oben kann ich auch nichts mehr machen, ne? Wie komme ich denn jetzt aber zu Nummer 2? Ist ja völlig die andere Seite. Egal. Das haben wir schon mal gemacht. Das erfreut mich ja schon mal. Nee, ist ja Quatsch. Da will ich nicht lang. Ja, ist jetzt ein bisschen... Man kann natürlich jetzt auch direkt wieder rausrennen und sich dann weiter um die Statue kümmern, ist klar. Ich nehme jetzt einfach mal gerade die Zeit und mache das mit den Artefakten hier. Ja. So. Hier rechts war ich schon. Das heißt, ich muss da hinten links. Das ist jetzt für mich nicht so übersichtlich, wie ich da nochmal hinkomme. Die gehen die eigentlich von alleine runter, wenn ich jetzt nicht drauf springe? Hinten muss ich dann darüber. Muss wieder an diesen einen da hinten. Ja, ja, ich sehe schon. Eigentlich wieder dieselbe Strecke erstmal. Hier geht's immer los auf jeden Fall. Hier auch. Hoch mit dir. Sonst schaffen wir das doch nicht. So, hier muss ich auch rüber. Hm. Ja. Okay. So. Hoch mit dir und diesmal nach links. Diesmal darüber. Ja, prima, machst du das. So, jetzt müssen wir hier wieder rüber. Oh Gott, die geht ja da hinten runter. Nee, dann schaffe ich das ja nicht mehr. Da muss man sich ja wahnsinnig beeilen. Das geht ja gar nicht anders. Das ist ja gemein. Oh, das finde ich jetzt fies. Das muss man ja auf Geschwindigkeit machen. Scheiße. Weil die Säule geht dann... Oh, dann muss ich mich beeilen. Mal einen Versuch nochmal mit richtig Gas geben. Ja, nicht mit Schießen, aber, ne? Wenn ich es dann nicht schaffe, dann gehe ich rüber. Ne? Wusste jetzt nicht, dass ich da auf Zeit spiele. Na gut. Soll schnell gehen, dann machen wir das. Kommen die Stacheln da raus. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen blöd. Ich dachte vielleicht, wenn man vorher springt, dann ist das ja vielleicht gar nicht schlecht. Bringt uns das Ding hoch. Ich hätte auch vielleicht schnell abspringen können. Vielleicht klappt die Theorie sogar. Ich weiß es gar nicht. Oh Gott, der da hinten nämlich. Der ist nämlich nicht lange da. Nein! Och, Manno! Oh, das ärgert mich jetzt. Fange ich an, mich nicht mehr zu konzentrieren. So sieht's aus. Wenn man das dann schon 100 Mal gemacht hat, dann... Aber prinzipiell lief's ja richtig gut. Also, kann man nicht sagen. So. Soll ich jetzt warten, bis die alle draußen sind? Oder muss man vorher schon springen, damit man das da hinten schafft? Wahrscheinlich auch am besten noch schnell klettern. So, hoch. Nein! Och, Mann, oh, leck mich, Spiel. Och. Ich sag ja, jetzt haut's nicht mehr hin. Und ich hab noch gesagt, ne, wenn ich das jetzt einmal und das schaffe, dann gehe ich wieder rüber. Aber das ist für mich auch... Ah, jetzt fang ich schon wieder an zu mogeln, ne? Das war kein richtiger Versuch. Nee. Und man ist ja dann auch so, man will das ja auch schaffen dann. Für den Zuschauer ist es dann so.
Aber man selber denkt dann, ach ja, komm jetzt, ja, jetzt, dann, jetzt schaffe ich's. Das Ding geht ja schon runter. Wie soll man das denn schaffen? Nein, oh, so ganz bestimmt nicht. Ja, ich hätte es noch geschafft. Kacke. Oh Mann, das regt mich auf. Und wenn euch das jetzt so blöd ist, spult ihr kurz vor. Aber jetzt habe ich es fast geschafft. Wenn ich jetzt nur nicht so blöd gesprungen wäre am Ende. Ah, ist das ärgerlich. Da muss man sich aber schon sehr beeilen. Das ist wirklich nur noch so ein letzter Momentsprung. Ich sehe das schon. Und ich hangel schon recht schnell dann um die Ecke. Dann passt man einmal nicht auf. Nein, und wieder nicht. Oh, ich muss weiter nach rechts hangeln. Oh, es kotzt mich so an gerade. Oh, ich könnte fluchen. Ah. Leck mich. Du Scheiße. Es ist immer nur der letzte Sprung, ne? Aber eins verspreche ich jetzt. Wenn ich dann den geschafft habe, diesen Sprung, und ich dann trotzdem nicht auf diesem schiefen Dingensbummens lande, ne? Und das nicht klappt, dann gebe ich auf. Glaube ich. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, privat würde ich es dann nochmal machen, aber es hat ja keinen Zweck hier jetzt stundenlang. Und beeil dich doch mal hier. Wird sie aber auch gehetzt hier. Wird ja keinen Arsch schaffen in Wirklichkeit. Oh, das war schon wieder knapp. Und ich muss ein bisschen an die Seite, das klappt sonst nicht. So, ich muss hier jetzt, auch wenn ich sehe, dass es schon runter geht. So, jetzt komm. Ja, und jetzt ist es so weit unten. Das soll sie noch schaffen. Das schafft sie aber nicht. Ach, jetzt habe ich es gut gemacht, finde ich. Aber sollte nicht sein. Es soll nicht sein. Ich habe es jetzt mehrere Male probiert. Privat würde ich das jetzt noch weiter machen. Und der Part ist nämlich jetzt auch schon wieder gleich so gut wie zu Ende. Von daher wollte ich nochmal eben wenigstens hier zurückgelaufen sein. Gucken, was wir jetzt mit dem Barren anfangen können. Oh, Leute. Oh Gott, ich hab Angst, ich hab Angst. Scheiße. Scheiße. Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Was heißt hier nein? Du machst das jetzt. Der gehört doch da rein. Ich weiß nicht, warum die Musik noch läuft, aber mein lieber Schwan. Hab ich mich erschrocken. Ich meine, man ahnt ja schon, dass da was kommt, aber dass da auf einmal dann diese riesigen Gorillas vor einem stehen, das ist ja furchtbar. Jetzt wieder voll idyllisch und mit schöner Musik und so. Nee, ist klar. Ich weiß überhaupt nicht mehr, durch welche Tore ich jetzt gehen soll, wo ich jetzt schon war und wo ich nicht war. Und wieso nimmst du eigentlich nicht die Schrotflintenmunition? Ich mag das gerne mit dem Wasser, wie gesagt, aber ich bin gerade auch ein bisschen wieder geflasht hier von den Viechern.
Ja, warum tust du dir denn weh, wenn du da runterrutschst? Irgendwie muss man ja runterkommen. Warum kann sie denn jetzt diesen Bachen da nicht reintun? Oder gehört er hier rein? Nein. Wo gehört er denn rein? Hier vielleicht? Nein. Irgendwo muss er ja wohl reingehören. Da ist schon einer drinne. Welcher denn? Nein. Kapier ich nicht. Jetzt haben wir einen Barren geholt und jetzt soll der nirgendwo reinpassen, oder was? Hä? Nimm mal erstmal wieder andere. Ach, So. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Oh. Da gehen wir mal direkt die Treppe hoch. Nee, ist klar. Wollt mich alle hier verscheißern und erschrecken und in den Wahnsinn treiben, ist klar. Also ich hätte an ihrer Stelle immer sehr viel Schiss. Ja, mal gucken, wie es weitergeht hier in dieser Halle. Ich überlege gerade, was man hier überhaupt machen kann. Aber das sehen wir dann im nächsten Part mit Lara Croft. Mal gucken, wie sie sich dann da so macht. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss.